Blossoming Noise. Alles ist Musik. Und in Berlin? Das ist ein Joke. Das ist nicht nur über die Musik, eben auch so ein bisschen über die Celeste oder auch schon meine Kindheit und auch. The project itself said an infant. When did you start doing? Mein erster Kontakt mit Noise war, als ich zum Bauch von meiner Mutter rausgeholt wurde. Thomas, also Thomas unterschrieb. Nicht so. Ja, da hinein. Der Sohnemann ist nicht erreichbar, du. Ja. Okay. Oh, ist Celeste. Celeste. Ja, ich lasse fast alles, außer vielleicht Ländler und Noise. Wie ist es mit so einem Fasser? Ja, ist ein cooler Fasser. Und wer ist es? Wahrscheinlich der Vater vom Joe, also mein Großvater. Kennst du ihn? Nein, nicht so viel. Unprofessionell Joe, zum Tänzen. Er war gefangen und das hat ihm Schmerzen bereitet. Mein Vater, mein geliebter Vater, verschüsst sich und ich höre den Schuss. Er hat kein Gewehr gehabt, wahrscheinlich sonst etwas gemacht. Wenn so etwas passiert in der Schweiz, glaube ich, fast täglich, oder? Wahrscheinlich irgendwo. Ich glaube einfach eher die enge Familie von der Ehe, der Leistungsdruck, der Arbeit, das alles hat sich so verdichtet, dass und er eigentlich hätte raus. Er hätte raus, aber er hätte nicht können. Oder? Und dann zack. Es hat vielleicht etwas ausgelöst, dass ich wie... Es hat mir die letzten Zweifel genommen und die letzte Schupf gegeben, um dem vielleicht zu entfliehen. Man schwankt ja zwischen Sehnsucht nach Bünzlihaftigkeit und einer grossen Sehnsucht nach total unkontrolliertem, wildem, anarchistischem Sex. Kannst du das rausschneiden? Lanz, den das Schweizer Publikum als Band wie Schnäbigacki Pissiga. Schnäbigacki Pissiga. Das ist mein Bandname, das ist auch nicht. Ich bin der Drummer gewesen. Ja, das ist drei. Mit der Lederjacke sieht es im Fall mega cool aus. Danke.